Heute mache ich wieder ein Rezeptvideo und heute gibt es mal was Deftiges. Und zwar gibt es Zucchini-Spaghetti mit einer Pilz-Erdnusssoße. Habe ich mir gerade so ausgedacht und weil es etwas ungewöhnlich vielleicht ist, die Kombi, habe ich gedacht, nehme ich einfach mal auf. Und jetzt zeige ich dir erstmal, welche Zutaten du dafür benötigst. Also, hier siehst du die Zutaten. Ich habe hier 6 Pilze, eine Zwiebel, mittelgroß würde ich sagen, 2 große Zucchini, Erdnussmus und dann habe ich hier noch das Kokosöl, in dem ich alles anbraten werde. Und wahrscheinlich für die Cremigkeit oder das, weil ich auch gerne mit Soße mag, werde ich noch ein bisschen Sojamilch dann am Ende ranmachen. Als erstes schneide ich alle Zutaten in kleine Stücke. Ich fange an mit der Zwiebel. Als nächstes schneide ich die Pilze klein. Die Pilze habe ich in Scheiben geschnitten. So, jetzt habe ich die Zwiebeln in die Pfanne gegeben und lasse die jetzt so glasig werden, ne, dass du da so durchgucken kannst. So, das kommt jetzt die Flüssigkeit aus den Zwiebeln. Wie gesagt, ich habe hier das Öl, was ich verwende, mal unten in der Infobox verlinkt. Kannst mal schauen. Zu den jetzt schon etwas dunkel gewordenen Zwiebeln packe ich jetzt die Pilze dazu und lasse die auch schön anbraten. Während die anderen Zutaten jetzt in der Pfanne garen, habe ich hier die Zucchini eingespannt. Diesen Spiralisator habe ich dir auch mal unten in die Infobox gepackt, falls dich interessiert. Gibt es auch noch eine Reisevariante, aber jetzt hier bin ich mit dem Luxus verwöhnt, diese tolle große Maschine zu haben, mit der das ganz schnell geht. So sieht der Riesenberg Spaghetti aus. Also, ihr seht, die Pilze sind jetzt schön angebraten. Es hat mich ein bisschen Geduld gekostet. Die sind auch ganz schön zusammengeschrumpft, aber das macht nichts. Das Aroma kommt trotzdem genügend dann zum Vorschein. Und jetzt gebe ich dazu die ganzen Spaghetti. So, das Ganze ist jetzt circa 5 Minuten unter diesem Deckel gewesen und ist ganz schön zusammengefallen. Ich habe da Salz und Pfeffer dran gemacht zum Würz und habe das halt gut durchmischt, sodass es halt alles so, ja, eine schöne Durchmischung gibt. Und du siehst schon, hier unten hat sich so Wasser gebildet. Das ist dann die Basis für meine Soße, weil ich mag gerne, wenn ich eine cremige Soße habe, deswegen will ich da auch so Sojamilch dran machen. Ich mache jetzt aber als nächstes mal das Erdnussmus daran. Das kann ich leider nicht filmen, weil ich irgendwie die Hand nicht frei habe. Ich guck mal nachher wegen der Mengenangabe. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen was im Glas und weil ich in 2 Tagen weiterreise und ich das Glas nicht mitschleppen will, werde ich das da alles reinhauen. Du kannst das einfach nach Geschmack machen, ich sage dir aber gleich nochmal, wie viel es dann geworden ist und auch bei der Sojamilch. Also es sind 3 Teelöffel geworden, 3 Teelöffel von dem Erdnussmus und jetzt mache ich da noch die Sojamilch ran. Und zwar, ja, wahrscheinlich waren das jetzt 50 Milliliter oder so. Das mische ich da noch so drunter und dann ist es auch schon fertig. Bei mir ist es halt immer so,
bei mir ist es halt immer so, dass ihr nicht die perfekten Grammangaben bekommt für die Rezepte. Es sind immer eher so Pi mal Daumen. Werdet selber kreativ und fügt das hinzu, was ihr wollt. Vielleicht mögt ihr auch ein anderes Gemüse oder mehr Erdnuss. Und seid da frei, also macht damit, was ihr wollt und nutzt es als Basis und werdet selber kreativ. Das würde mich am meisten freuen. Und wenn du selber daraus noch irgendwelche kreativen Sachen gemacht hast, dann lass gerne da einen Kommentar. Und ich werde mir das jetzt schmecken lassen. Es hat jetzt ungefähr 20 Minuten gedauert mit allem. Und ich würde sagen, es sind so ja, 2-3 Portionen, also für 2 Leute ungefähr. Und ja, schau auch gerne mal bei den anderen Rezeptvideos vorbei, wenn dich das interessiert, oder bei einem anderen Video. Und ich freue mich, wenn du wieder beim nächsten Video dabei bist. Alles, alles Liebe. Hier war die Kathi.